Vor jeder Kündigung muss der Betriebsrat gehört werden. Und von dieser Regel gibt es nur eine einzige Ausnahme. Jede Kündigung, meint die ordentliche Kündigung, die außerordentliche Kündigung, die Kündigung eines Schwerbehinderten, die Kündigung einer Schwangeren, die Kündigung eines Azubis, jede Kündigung, eine einzige Ausnahme gibt es. Die Kündigung eines leitenden Angestellten. Das ist die einzige Ausnahme. Warum? Weil das Betriebsverfassungsgesetz für leitende Angestellte nicht gilt. Leitende Angestellte sind eher arbeitgeberseitig anzusiedeln und der Betriebsrat ist nun mal die Vertretung der Arbeitnehmerschaft. Das ist die einzige Ausnahme. Ja? Vor jeder Kündigung, als einzige Ausnahme leitende Angestellte, muss der Betriebsrat gehört werden. Ja? Und was heißt gehört? Er muss informiert werden. Gehen Sie bitte in den 102 Ihres Betriebsverfassungsgesetzes. Bitte aufschlagen. 102 Betriebsverfassungsgesetz, Paragraph 102. Bitte aufschlagen, Sie müssten inzwischen die Reiter sich gesetzt haben und das schnell finden. Betriebsverfassungsgesetz, Paragraph 102. Und bitte unterstreichen oder markieren. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.